Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xauch und wir legen auch gleich los. Letztes Mal waren wir dabei, die Küche einzurichten und heute möchte ich diese Küche fertig machen oder beziehungsweise nicht nur die Küche, sondern allgemein vielleicht unsere Wohnung schon mal ein bisschen vorwärts bringen. Und ja, so sieht es schon mal ganz nett aus, ne? Und jetzt brauchen wir vielleicht noch den einen oder anderen Tisch und Stuhl. Und zwar haben wir noch nicht so viel Geld, ne? Das ist ja klar. Weshalb ich eigentlich schauen möchte, dass ich vielleicht hier so meine Essecke hinmache. Oder vielleicht auch hier. Ich weiß nicht. Die Räumlichkeiten sind halt nicht gerade einfach, ne? Also wenn ich das jetzt auch mal hier so anschaut, irgendwie ist das hier ja der Flur. Aber hier geht es noch weiter in unsere anderen Räumlichkeiten und dann geht es ja auch noch nach oben. Und diese Räumlichkeiten sind auch nicht gerade einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht, wenn man sich hier so das anschaut und wem gehört das da hin und ach, alles nicht so einfach. Aber gut, machen wir mal unten weiter, ne? Vielleicht kann man ja hier eine Tür reinbauen oder sowas. Da muss man nicht in den Flur gehen. Ja, das ist doch eindeutig Flur. Guck mal, hier ist Briefkasten oder sowas. Was ist denn das? Ich würde das als Briefkasten deklarieren, aber ich bin mir nicht sicher. Was ist das? Müll. Wirft man da seinen Müll rein? Oder was ist das? Was haben wir hier? Notfallplan. Und hier wird auch noch beschrieben, wie der neue Briefkasten funktioniert. Und dann haben wir hier den Aufzug. Also das ist eindeutig Flur. Aber im Normalfall kommt zwar hier eh keiner hoch, weil das ja alles uns gehört ab hier. Aber trotzdem, ich finde das irgendwie unpersönlich, wenn man so solche Räumlichkeiten hat, ne? So. Ja, aber was wir auch probieren könnten, wäre jetzt natürlich hier diese Wand einzureißen. Wenn wir mal hier in Baummenü gehen und dann hier vielleicht kann man schon mal ausprobieren, ne? Dürfen wir Wand wegmachen? Es können keine Änderungen am Gebiet vorgenommen werden. Mhm. Ne, also das darf ich wohl nicht. Darf ich eine Tür reinsetzen? Was ist das? Kleine Türen oder kurze Türen? Mittlere Türen? Hohe Türen? Ah, die sind so Doppeldings und dann da oben immer mit so Fenstern noch, deswegen wahrscheinlich. Alter Schwede, okay. Ne, wir brauchen eine ganz normale, die vernachlässigte Tür. Das klingt gut. Ah, das dürfen wir auch nicht. Objekte können keine... Ja, okay. Dieses Gebiet ist nicht in einem Besitz. Ja, ja, ja. Okay. Keine neuen Türen. Sprich, wir müssen nach draußen gehen, halb nackt, um ins Schlafzimmer gehen zu können, wenn wir nur Milch in der Nacht trinken wollen. Na gut. Okay. So, schauen wir mal ins Inventar. Haben wir da eigentlich... Hatten wir da nicht mehr? Na gut. Aber da können wir hier vielleicht die hier noch bisschen platzieren. Wo war das denn jetzt? Nee. Also, jetzt. So, okay. So. Ach, das ist ja eine Inseltheke, ne? Das ist ja natürlich jetzt total interessant. Ich weiß nur nicht, ob man dann noch durch kann, wenn ich das hier so auf halb stelle. Das Blöde ist halt, dass wir auch nur zwei davon haben. Nein, dann muss doch... So, aber das sieht auch irgendwie komisch aus, oder? Gut, wenn wir hier dann noch einen Kühlschrank und so hinstellen, dann könnte das vielleicht sogar gehen. Ja, da würde ich sagen, schauen wir doch mal bei den Kühlschränken. Schön. So viel Geld haben wir noch. So viel haben wir auch nicht, gell? Jetzt müssen wir irgendwas Frischo, Fix, Extra Klasse. Das klingt natürlich super, ne? 1400. Eieieiei. Ja, gut. Dann ist aber auch mal lange Ruhe mit Kühlschrank kaufen. So, okay, dann haben wir das da.
Haben wir eigentlich. Spülmaschine wäre eigentlich auch ganz nice, gell? Ja, gibt's sowas noch? Gibt's. Küchengeräte hier. Industrielle Spülmaschineneinheit. Na, 150. 645 Profispüler, freistehende Spülmaschine. Das Ding haben wir ja geschenkt bekommen. Ja, vielleicht. Also, der Unterschied zwischen dem und dem ist dann gering. Also, entweder kaufen wir gleich das ultramative Ding oder wir kaufen hier die billige Industrie-Spülmaschineneinheit. Aber wie heißt es so schön? Wer billig kauft, kauft zweimal. Wir werden es bereuen. Achso, die muss man unten in den Schrank reinstellen. Nee, dann holen wir uns doch gleich die teure. So. Jawohl. Okay. Was wäre noch schön, wenn wir schon bei Küchengeräten sind? Mikrowelle für 1920. Was ist das für eine Mikrowelle? Schwapple Mikrowelle. Was Scham? Nee, Schmapp. Schmäppel. Schmäppel Mikrowelle. Ach du Scheiße. Ich will einfach nur Omi. Nee, Omniwelle. Was ist das denn? Nahrungsvaporisator. Ach du Kalse. Käsekacke. Aber, boah, was sind das für Mikrowellen? Da kriege ich eine Mikrowelle aus Gold. Für den Preis. Ja, Wahnsinn. Wollen wir uns wirklich so eine Wellenschleuder gönnen? Also eine Kaffeemaschine wäre vielleicht viel cooler, oder? Da ist nochmal Schmappel. Ach, das ist wahrscheinlich die Designkollektion. Schmappel. Schöne Kollektion. Haben sie toll gemacht. Hier, guck mal, hier ist. Ja, das sieht auch so schmappelmäßig aus. Das könnte wahrscheinlich zusammengehören. Ja, warte mal, was holen wir denn? Eine normale Kaffeemaschine. Kaffee Imodore. Presso. Wunderbohne. Oder der Kaffinator. Muckfuck. Mackfuck. Mackfuck, das klingt gut. $50, das klingt nach einer Kaffeemaschine, die nicht aus Gold ist. Wobei $50 oder Simoleons, das wäre eigentlich schon, meiner Meinung nach, schon eine recht hochwertige Kaffeemaschine. Gut, Kaffeemaschinen sind echt teuer. Das verstehe ich nicht, das Verhältnis. Es gibt Kaffeemaschinen hier, so vor allem so Espresso-Maschinen. Was kosten die Dinger? Die kosten, keine Ahnung, 1000, 1500 können die kosten. Teilweise noch mehr, so richtige Profi-Dinger, die man so im Restaurant oder so findet. Die sind richtig teuer. Und dann kostet die Mikrowelle 2000. Der Preis sollte andersrum sein, finde ich. Eine richtig gute Mikrowelle von mir aus, 250 aus Edelstahl. Aber, naja, wir philosophieren hier viel zu viel. Wie jetzt? Wir dürfen hier nichts auf die Spülmaschine stellen. Was ist das denn für eine Spülmaschine, auf die man nichts stellen kann? Da hätte ich doch lieber die andere gekauft. Ja, hier dürfen wir eigentlich hinstellen, ist klar. Ja, nee, dann will ich doch lieber eine kleine Kaffeemaschine. Wieso darf ich nichts da drauf stellen? So, jetzt reicht's mir. Dann wird's hier jetzt die billige vom Teddy. So. Schön. Okay. Was haben wir hier? Ein Schokobrunnen oder was? Ein Heiterbrunnen, okay. So, brauchen wir noch irgendwie so einen Mixer oder irgendwie sowas. Sagt mal, hatten wir nicht eine Bar? Wo ist das ganze Zeug aus meinem Inventar hin? Oder haben wir das alles zu Hause gelassen? Ich weiß es nicht. Na gut. Dann sollten wir vielleicht erstmal ein paar Sachen stellen, die lebensnotwendig sind. Zum Beispiel ein Bett. So, dann machen wir aus dem hier vielleicht Wohnzimmer, ha? Kommt man eigentlich da rein? Ist da irgendwo eine Tür oder was ist da los? Da ist ja gar keine Tür. Ja, kein Wunder, warum wir die Wand nicht einreißen können. Das ist ja interessant. Der Vermieter weiß wahrscheinlich gar nichts von diesem Raum, wo man hingehen kann und noch vielleicht irgendwas Schönes draus machen könnte. Davon weiß der gar nichts. Ja, scheiße für ihn. Gut für mich. Aber nutzen können wir es trotzdem nicht. Okay. So, dann haben wir hier diese Räumlichkeiten. Ja, welche Räumlichkeiten haben wir denn jetzt noch?
Also diese Strukturbauweise, die muss mal einer verstehen. Was ist denn jetzt meins? Das gibt's doch nicht. Schauen wir mal. Ich befürchte. Okay, das kann ja nicht sein. Dann muss man doch. Ach Quatsch. Was soll ich mit dem kleinen Raum hier oben? Hä? Ja, aha, da darf ich eine Tür hinbauen. Das. Was ist das hier für ein Irrgarten? So, da geht man da rüber oder was? Und dann da. Aber. Hä? Guck mal, ich habe hier voll viele Räume, die ich überhaupt nicht nutzen kann. Na, da darf ich reinbauen, ja, ist klar. Ja, aber hier komme ich ja gar nicht rein! Was ist denn das für ein Käse? Wieso bin ich hierher gezogen? Wieso habe ich mir nicht einfach ein eigenes Haus gekauft? Seh fix aber auch. Mensch. Gut. Weil das ärgert mich jetzt doch gar nicht hin. Oh Mann. Das ist doch scheiße. Oder kann der Lift. Vielleicht kann der Lift. Warte mal. Nee. Oder? Nee. Wie soll man denn hier hinkommen? Schau mal, hier ist die Treppe, ne? Und das war's dann auch schon. Hier, das sieht man ja auch hier, ne? Hier komme ich rein. Ich komme in die anderen Räume nicht. Ja, also ganz ehrlich, dafür zahle ich keine Miete. Hallo? So. Kein Haushalt. Jobs suchen. Foto machen. Haushalt umziehen. Sonst geht's noch. Ich sehe doch nicht ein Haus, wo die Treppe nach oben führt ins Nichts. Oder eine Wohnung. Schade, eigentlich wollte ich mich mit der einen Tussi da ein bisschen vergnügen. Aber, nee. So geht das nicht. Ja. Ich zahle nicht tausende von Simoleons, um dann danach. Ja. Nicht mal ein Klo zu haben. Also, was geht da? So, okay, schauen wir mal. Da müssen wir halt woanders dahin ziehen, liebe Leute. Sims können nur auf Wohngrundstücken ziehen. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Die Clue Pippa Apartments. Oh, ich hab's irgendwie satt, in diese Mini-Dinger dazu. Nein! In diese komischen Dinger einzuziehen. Ich ziehe jetzt aufs Land, da habe ich meine Ruhe, ehrlich. Was soll das? Nee, ich will nicht nochmal hier. Nein. So, Handy. Nein, stelle ich nicht so an. Da musst du jetzt durch. Sehr fix, aber auch. So. Ja, dann wird's Zeit, weiter wegzuziehen. So, Willow Creek. So, da ziehen wir hier in so ein. Ist da teuer, ne? Oh, das ist aber teuer. Okay, warte mal. Könnten natürlich auch in die Wüste ziehen. Wüste ist günstig bestimmt. Nee, ist nicht günstig. Ja, hier, guck mal. Strand, Sonne und Meer. Also nicht das Meer, sondern Meer. Das sieht schön aus. Was bedeutet das hier mit diesen 1 und 1? Heißt es, eine Toilette und ein Bett steht schon drin, oder was? Vielleicht ist das ja das Richtige. Warte mal, was ist New Crest? Warte mal, da kommen wir her, oder? Oh, hier wohnt noch gar keiner. Oh, schaut bei 1500. Das ist ja günstig. Magnolienpromenade. Oh je.
Windenburg. Schau mal hier, Althaus. Hä? Ui. Das sind auch Preise. Nee, aber vielleicht Wüste oder... Ich fand das Wüstenhaus cool. Aber da wächst doch nichts, oder? Kann man, wenn ich das so anklicke? Ich würde mir das gerne erstmal ansehen. Hä, wohnt da jemand? Ich will in ein leeres Haus ziehen, nicht wieder irgendwo, wo jemand drin wohnt und mir sagt, was ich tun muss. Wo ist mein schönes Haus? Hier. Ich glaube, das ist leer. So, ab in die Wüste mit uns. Möbliert. Nicht möbliert. Verbleibendes Behirn. Möbliert ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Grundstück planieren. Möbel behalten, die wir haben. So. Alter Falter. Oh, ich glaube, das ist schön. Schaut mal, wir haben endlich unser eigenes Zuhause. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Das ist, glaube ich, schon mal echt nicht schlecht. So, dann hauen wir doch erstmal die Küche raus. Hä? Was ist überhaupt das hier? Wir kaufen $200 für so einen Müll. So, die Küche. Warte, gucken wir erstmal, ob wir unsere Küche noch haben. Ja, haben wir. Weg damit! Ja, da klingelt die Kasse. Den Tisch kann man schon mal lassen. So, was haben wir hier? Ja, das ist süß. Dusche. Nur hier lässt sich, glaube ich, leben. So, warte mal. Arbeitsplatte, Büroflair, sehr schön. Das klingt echt super. So, Kühlschrank. Nehmen wir mal Kühlschrank diesmal hier hin. Spülmaschine. Was ist ätzend mit der Spülmaschine jetzt, ne? Kann man die nicht... Ach doch, das geht sogar. Na dann. Ach ja, wir haben ja noch das Riesending hier. Schauen wir mal erstmal hier hin. Die Sitzgruppe schaffen wir mal beiseite. Genau. So. Warte, machen wir hier richtig, richtig krasse Küche. Jawohl. So, dann machen wir hier den Kühlschrank hin. Boah. Jawohl. Warum kann ich hier nicht hinstellen? Verstehe ich nicht. Na gut. Wollen wir uns nicht beschweren, ne? Machen wir noch Spülbecken. So, und jetzt machen wir unsere Insel hier hin. Nehmen wir mal so. So, dann brauchen wir das Ding nochmal. Warte mal, wo ist denn die Pipette hier? Zack. Düff! Hey, was ist jetzt passiert? Ich will einfach nur das Ding da. Wie dreht das immer so komisch? Geht wohl nur so komisch. Okay. Warte mal, vielleicht. So, jetzt. Wow. Luxus. Kling, kling. Okay. Sehr schön. Glaube ich. Oder was auch. Das sieht wahrscheinlich auch cool aus. Warte mal. So. So, oder?
Wenn man es so macht. Jetzt sieht es ja aus wie so ein Esstisch. Irgendwie auch voll blöd. Ich mach's erstmal weg. Machen wir es erstmal so. So, ich will das hier doch weg haben. Mülltonne stellen wir mal hier hin. Und zwar haben wir jetzt einen richtig schönen Esstisch. Hm? Nur ein Esszimmer. Mal endlich so einen großen, gescheiten hier. Esstische sind ja echt auch richtig teuer. Wenn man was Gutes haben will, da legt man schon mal ein bisschen was hin. Megatisch. Organischer Tisch. Bartisch ohne Restaurant-Flair. Okay, Tisch-Restaurant-Flair. Mehr als ein Stammtisch. Klappbarer Klapptisch. Sehr schön. Wäre ja schlimm, wenn es ein Klapptisch wäre, der nicht klappbar wäre. Esstisch. Großartiges Design. Das klingt gut. Warte mal, der ist aber klein. Ja. So. Jetzt wollen wir noch die passenden Stühle. Schlicht, aber modern. Schauen wir mal. Ultraknall. Wer? Exklusiver Stuhl, gerader Rücken. Farben. Vielleicht so ein Schwarz. Schön. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das gefällt mir. So. Jetzt hatten wir ja eine schöne Bar, die irgendwie nicht mehr da ist. Bar Lebenssaft. Tragbare Bar gerührt und Schüttel tragbar bedeutet das, dass wir die vielleicht in unserem Inventar haben. Strahlbar, Ruft-Profi-Bar, Espresso-Bar, Energiebündel, Domo-Arigator-Bar, Lebenssaft, Flüssig-Crint-Bar, Schweigerei. Ich finde die hier geil, die Strahlbar. Ach, da ist eine Tür. Wir haben eine Tür, Wahnsinn. Oh nein, wir haben keinen Platz für diese wunderschöne Bar. Warte, vielleicht so. Und dann... Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Na, machen wir es mal so. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das sieht auch gar nicht mal verkehrt aus. Das sieht jetzt nach einer richtig schönen Küche aus für, ja, Köche. So, wir haben sogar noch ein bisschen Geld über. Das Ding geht nicht. Da brauchen wir sowas Gescheites jetzt mal her. Der Typ guckt so gern Fernseher, ja. Und dann kriegt er immer so komische Klapsen-Dinger da. So, warte mal, hier Fernseher hinter der Couch, natürlich. Stell dir mal vor, das Ding hier, das wäre so geil. Ich habe den Platz leider nicht, sonst würde ich es machen. Warte mal, nee, hier geht's auch nicht. Hier? Nee, schade. Hätte ich den Platz, ich schwöre es euch, Leute, ich würde das jetzt bringen. Warte mal. Was ist mit dem hier? Warte mal, wir könnten ja mal... Richtig bonzenmäßig, warte mal. So, Wände. Und zwar, wie war das nochmal? Mit Wände verschieben? Mit Alt? Nee. Mit Shift? Nee, warte mal. Schlapphammer. Ah ja, so war das, genau. Anklicken. So, wenn wir jetzt hier... Das ist nämlich gar nicht so teuer. So. Jetzt, Couchtisch kann weg.
Stellen wir mal das hier rüber. Rüber. Bücherregal machen wir mal kurz dahin. So. Wo ist der Fernseher? Ich will den haben. Ich meine, wir haben so lange gespart, ja. Nie uns was geleistet. Jetzt können wir uns ja mal was gönnen. Schau mal, hier 4K Auflösung ist Humbug. Wenn man einen Projektoren kauft. Okay. Filmleinwand. Oh, schau mal hier, das ist ja... Kostet beide gleich viel. Ist eigentlich im Prinzip egal welches, aber das Ding sieht ja mal richtig ultra geil aus. So. Oh, wie nah muss man an so einem Fernseher sitzen? Der Verkäufer hat gesagt, so nah. Like. Na gut, wollen wir es nicht übertreiben. So. Stehlampe nebendran. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Warte mal, holen wir uns noch eine schönere, größere Couch. Wir werden ja wahrscheinlich... Der ganze Ort wird wahrscheinlich jeden Tag kommen, um hier ins Kino zu kommen. Warte mal, irgendwas Cooles hier. Guck mal, das kostet ja nix, so eine fette Couch. Warte mal. Brauchen wir was richtig Krasses. Polizei? Karrierefrei. Aha. So, warte mal. Nee. Vorne etwas, was es auch als zwei Teile gibt. Also sprich... Einmal vielleicht so als zwei und dann einmal als drei Sitze. Gibt's da sowas? Irgendwie nicht. Unbeschämtes. Das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen Sessel dazu finden. So, Sessel. Schauen wir mal, das war ja hier so... Nee, warte mal, das war das nicht, oder? Der Denkersessel. Lederkistenweise, warte mal. Das passt denn optisch gut dazu. Ich denke mal, der hier ist es schon, oder? Ja. Warte, dann machen wir die Lampe. Eins nach hinten, dann kann man hier auch den Sessel ein bisschen ran bewegen. So. Geht das? Weiß nicht. Ich lieber so, ha? Huh? Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Boah, Alter, haben wir jetzt eine Glotze? Boah! Wie viel Zoll werden das sein? Warte mal, schauen wir mal, überlegen. Nehmen wir mal an, das hier ist immer ein Meter. Eins, zwei, drei, vier. Also so vier Meter. Länge, dann haben wir wahrscheinlich Diagonale etwa 5 Meter. 5 Meter Diagonale, liebe Leute. Ja, Wahnsinn. So. Schauen wir mal, was haben wir denn noch im Inventar? Die Barhocker, die verkaufen wir jetzt. Was haben wir hier? Das verkaufen wir mal. Oh, unsere Kaffeemaschine. Unsere wertvolle Kaffeemaschine, die jetzt hier in diese Wohnung ja so ausgesprochen reinpasst, liebe Leute. Das ist wirklich phänomenal. So, was haben wir denn? Ich hätte gern noch ein besseres Bett. So, schauen wir mal. Was können wir uns denn leisten? Hey, wieso ist hier eine Pflanze im... Verstehe, egal. So, okay. Ja, Rennfahrerträume ist, klingt gar nicht so schlecht. Doppelfutun. Was haben wir denn hier eigentlich? Reduzierte Doppelliege. Wahrscheinlich das billigste Doppelbett, das man finden kann. Doppelfutun. Luftkissen. Reduzierte Doppelliege. 430. Was hat er denn hier? Vierer Energie. Unwohl. Na dann, das geht ja gar nicht. So. Aha. Es gibt auch Särge zum Schlafen. Stress gemildert. Unbehagen gemildert. Unbehagen gemildert, Energie.
Energie geben sie alle. Stress, Stress. Guck mal, das hier, das ist richtig gut. Stress gemildert, Unbehagen gemildert. Hier unwohl. Wer will denn sowas? Ja, dann nehmen wir doch hier. Ein wunderschönes rustikales Bett. Gibt es auch rustikale Möbel? Was ist das Ding hier wert? Was könnte man denn da kriegen? Hier so ein... Ich hätte gern was aus Holz, was halt einfach hier so reinpasst, ne? Für ein antikes Überbleibsel, das ist doch gar nicht so schlecht. Kostet nicht so viel. Haben wir ein kleines Schränkchen. So, Nachttischchen kann man wegpacken. Ich würde mir da auch noch was rustikaleres. Hier so eine Kiste zum Beispiel. Hier, Beistelltisch für Waldfreaks. Das passt so schön zum Holzdesign. So, gibt es auch noch eine schöne Lampe. Schauen wir mal. Die packen wir jetzt mal erstmal weg. Irgendwie hier so ein Mondlicht. Was haben wir hier? Bodenlampe. Ist doch süß. So. Das ist jetzt irgendwie ein nettes Zimmerchen geworden. So, viel Geld haben wir nicht mehr, aber ich glaube, hier wird sich's etwas länger aushalten. So, liebe Leute, wir sind leider am Ende dieser Folge. Aber keine Sorge, es geht bald weiter. Und dann bewohnen wir auch dieses wunderschöne Schmuckstück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das doch der Fall ist, dann lasst mir doch noch einen kleinen Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ganz gewiss. Bis dann. Ciao.